das Voting, also nach dem Talk unbedingt die Kalatraten einladen. Ja, viel Spaß und Axel. Also, ich will über das Kanban reden, das liegt mir auch. Und wie wir, also ein bisschen so ein, wie wir es mit Kundagi gelöst haben, dass wir die Scrum-Räume auch nicht einhalten. So, und zu meiner Person, also mein Name ist Axel Jung, ich bin bei HW Media in Wiesbaden und bin in der einen Rolle als Entwickler in einem großen Team. Wir machen uns Scrum seit 3 Jahren. Nebenbei mache ich noch einen Scrum-Master in einem anderen Team. Was ich heute vorstellen will, ist zum einen erstmal eine kurze, nochmal einen Überblick über die verschiedenen Scrum-Rollen, was sie machen wollen. Und dann im zweiten Teil die typischen Grenzüberschreitungen, was die Scrum-Rollen oft machen, was sie nicht machen sollen. Und dann werde ich das Tool Kunagi vorstellen, was die meisten wahrscheinlich nicht kennen. Kennt ihr jemand Kunagi? Benutzt du? Nein, ich habe es nur angeguckt. Vielleicht hast du auf die Webseite geguckt, hast du gedacht, sieht ja billig aus, der kostet auch nichts, der braucht wahrscheinlich nichts. Nö, ne? Überhaupt Also, es ist ein ziemlich geniales Tool. Auf den ersten Blick sieht es furchtbar unprofessionell aus, ja, weil die Webseite relativ einfach gehalten ist und es ist auch kein Marketing dahinter. Aber ich will dann noch mal zeigen, wie Kunagi uns geholfen hat, dieses Scrum-Prozess ordentlich einzuhalten. Und dann würde ich es noch kurz vorstellen. Dann, ja, die Scrum-Rollen, deshalb sind Scrum-Rollen wichtig. Ich erlebe auch, dass Scrum in anderen Projekten nicht funktioniert. Und die sagen, Scrum funktioniert nicht. Ja? Und dann, wenn man mal genauer sich damit befasst, dann sieht man, dass die Scrum-Rollen auch nicht wirklich gelebt werden. Deswegen möchte ich mal kurz auflisten. Also, es gibt halt das Team. Und das Team hat die Aufgabe, sich selbst zu organisieren, das soll natürlich organisiert werden, auch nicht von PO, nicht von SM. Und es schätzt alles Story selber, das macht auch das Team. Es erstellt und bearbeitet die Tasks, das ist auch nur eine Aufgabe des Teams. Und die aktualisiert die Stunden für den Burn-Down, das ist auch nur für das Team, sollte nur vom Team gemacht werden. Und es macht dann ein Commitment, ja, was es in dem Sprint schaffen kann. Ja. Also es sagt, okay, wie so und so viele Stories schaffen wir, also das ist unsere Velocity, das sagt das Team, soll auch das Team sagen. Ja. Und es soll sich dann wohlfühlen können, ja, mit der Anzahl an Sprints. Ja. Und kann halt in dem Sinne halt auch sagen, okay, welche Stories in den Sprint reinkommen. Ja, die diese reinkriegen. Dann gibt es den Scrum Master, das ist der Schiedsrichter an manchen Stellen. Ja. Der soll durch den Scrum-Prozess aufrechterhalten, ja, der soll sich eigentlich auch um diese Rollen kümmern, ja. Wenn er seine Rolle richtig versteht. Ja. Er soll die Meetings kontrollieren, er soll Impediments lösen, das ist auch manchmal noch eine der wichtigsten Aufgaben, und kümmert sich halt um die Medieninfrastruktur und sorgt für den administrativen Flow. Dann gibt es den Product Owner, der soll eigentlich nur die Pflege des Backups machen, soll diese Stories priorisieren, ja, was für ihn wichtig ist. Ja, er soll die Rückfragen beantworten, ja, so schnell wie möglich, ja, für das Team. Und soll am Ende halt die Stories abnehmen. Und eigentlich noch eine Aufgabe ist, dass er gucken kann, dann soll er agil sein. Ja, also wenn er sieht, dass es zu viel ist, dann muss die Stories auf den Sprint rausnehmen. Ja, das ist auch sehr viel gemacht. Gibt es noch das Chicken, das ist auch noch so typisch, das kann man, das sind dann die Beobachter, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Und ja, dann gibt es die Grenzen. Ja. Die Grenzen sind bei dem Product Owner, wenn die Grenzen, ich bin jetzt hier in meinem Buch total durcheinander. Okay, da müsste euch ein anderes Bild sein. Der Product Owner, der sollte keine Tasks erstellen, das ist nicht Aufgabe des Product Owners. Weil das Whiteboard ist eigentlich für das Team gedacht, ja, und für den Product Owner. Product Owner erstellt halt nur Stories und keine Tasks. Kann gefährlich sein, also wir haben es mal erlebt, wenn man Product Owner die Rechte geben, Tasks zu erstellen, dann kann es immer sein, dass er gesagt hat, das ist ein Bug, ja, aber kann auch mal schnell sein, dass er mal heimlich noch ein schnelles Feature
Regelfeld, wenn der Vorsitz auch einen Antrag erstellt. Er darf nicht mitschätzen, denn das ist, weil er entwickelt ja auch nichts. Ja. Er darf auch nicht so viele Storys in den Spiel reinziehen. Ne? Das ist nicht, sollte der Vorsitz nicht machen. Was das Scrum Master auch nicht machen darf, was oft gemacht wird, er darf keine Tasks übernehmen, ja, weil sonst hat man dann so eine Mischrolle, die oft gemacht wird, dass ein Scrum Master eigentlich auch ein Entwickler ist oder ein Halb-PO oder sowas. Ja. Wenn der eine Task übernimmt, dann ist er zu sehr in den Entwicklungsprozess drin und kümmert sich nicht um seine eigenen um die Hauptaufgaben, was ein Scrum Master machen soll. Ja. Ein Scrum Master ist eigentlich fast ein Vollzeitjob, ja, wenn man es richtig macht. Ja. Und wenn er Task übernimmt, dann kann er es nicht machen. Er sollte auch keine Storys anlegen, das ist nicht seine Aufgabe, das ist Aufgabe des PO's. Und sollte nicht mitschätzen und sollte auch nicht Tasks zuweisen. Ja. Also es gibt ja Tools, die fassen das zu, aber eigentlich ist es ja, soll Scrum Master und PO soll auf keinen Fall eine Chefrolle haben. Und sondern halt nicht sagen, hier, du Entwickler, du machst jetzt den Task, ja, das darf auch nicht möglich sein. Ne? Der Product, ach, da habe ich mal eben noch kurz gemacht, ja. Das Team, ja, das Team darf keine Stories definieren, ja. Das ist nicht seine Aufgabe. Das kann mal passieren, dass man so ein Team mit Technical Stories definiert, ja, und sagt, okay, wir müssen da irgendwie jetzt ein tolles Update machen von irgendeiner Software, ja, und führt es dann in den Sprint rein. Ja. Das führt dann zu ziemlich großen Problemen. Das Team soll sich nicht organisieren lassen, also soll nicht einfach passiv stehen und sagen, ja, hier sagt mir, was ich machen soll, sondern soll das halt selber machen, ja. Soll es selber organisieren, ja, und soll das Whiteboard für sich pflegen. Ja. Und soll auch nicht anderen Teammembern Aufgaben zuweisen. Also Tasks sollten eigentlich sollten halt nicht sagen, hier, du mach mal den Task, ja, sondern sollte jeder für sich selber sagen, okay, ich nehme mir den Task, ja, und ja, das ist dann kein so viel Team. So, wie hält man diese Rollen ein? Man kann natürlich unglaublich viel Disziplin verwenden, ja, und einen super guten Scrum Master haben, der dann immer einen auf die Finger klopft. Wir haben es so halbwegs gut gemacht, als wir auf analog unterwegs waren. Also uns hat uns dann halt damit dieses Kunagi, das ist halt ein Online-Scrum-Tool, das hat uns dann deutlich geholfen, diese Scrum-Rollen ordentlich einzuhalten. Wir nutzen das Tool jetzt seit 2 Jahren in einem relativ großen Projekt. Wir haben 5 Teams, ja, die jeweils so ungefähr 10 Mitglieder haben. Und das verteilt über 5 Standorte in Deutschland und Österreich. Und ja, das Tool ist eher so von Entwicklern gemacht für Entwickler und nicht von Managern für also es ist oft so, dass das halt diese Scrum-Tools halt irgendwie auch eher für Manager gemacht sind, damit die schön den Überblick haben. So sieht das Tool ungefähr aus. Ja, man hat hier ein Dashboard, ja, und einen Burner, relativ kompakt alles. So, kurz zu einer Investition, das Ding kostet nichts. Ist Open Source, basiert auch noch auf total vielen anderen Open Source Tools und hat auch eine relativ aktive Entwicklung. Also da kommt eigentlich alle 2 Monate neues Release aus mit neuen schönen Features. Man kann auch mitmachen, wenn man lustig ist. Vom Betrieb her lässt sich super einfach installieren. Ich habe es mir hier auf meinem Laptop installiert, oder runterladen, installieren, fertig. Gut, finde ich, ist halt ein Open Source, wegen Open Source Tools, die nicht irgendwie auf dem Webserver laufen, also die irgendwo online laufen, ja, sondern die kann ich halt das ganze Ding auf meinem eigenen Server installieren, was wichtig ist für den Datenschutz. Ja. Das ganze Ding verwendet, ist Java-basiert, verwendet kein Datenbank, was auch ganz nett ist. Ja. Ich habe alle Entities, die ich in Scrum habe, die habe ich als XML-Files, also ich könnte theoretisch damit auch irgendwas anderes machen, könnte das theoretisch auch, vor allem nochmal das Thema Portierung, könnte das irgendwie mit einem Skript dann irgendwie, was ich nach Tage Process oder nach Jira portieren, wenn ich sowas wollte. Und ja,
Die Prozesse und Workflows sind bei Konagi nicht anpassbar. Das finde ich auch gut so. Weil es wird auch gerne gemacht, dass wir sagen, wir machen das ganz anders da, wir machen zwar Scrum, aber wir sind dann doch irgendwie unsere super Special Logik und machen dann eigentlich doch kein Scrum. Ja, das ist so schön, das ist bei Konagi. Wir haben feste Scrum-Regeln, ja, und die muss man einhalten, man kann es nicht anpassen. Und was es leider nicht gibt, es gibt keine Möglichkeit, Kanban-Boards abzubilden. So, zur Rollenverteilung mit Konagi. Wir haben also mal ein User-Management und haben halt nur diese drei Gruppen. Schicken gibt es auch quasi, aber es gibt halt einen Rollenverteilung, das kann man auch so als Development-Team, die man halt zuordnet. Ja, und dann die Hilfen, nenne ich sie mal, für das Team, das sind eigentlich Einschränkungen. Ja. Also das Team hat zum Beispiel den Backlog, ja, hat nicht die Möglichkeit, Stories zu definieren, das ist einfach ausgegraut. Ja. Es kann Stories auch nicht einfach so auf dem Sprint entfernen, ja, kann man nicht eigenmächtig Sachen machen. Es gibt einen Issue-Prozess für Nebenläufer, weil in Scrum-Prozessen hat man ja immer so Nebenläufer laufen, ja, die halt nicht bitte zu den Stories passen. Ja. Bugs oder irgendwelche technischen Sachen. Ja. Der Prozess ist so, dass man ja eine Inbox hat, ja, wo halt das Input, also das Development Team kann halt Sachen da reinschmeißen, kann es aber nicht umsetzen. Also was halt auch zu Problemen verursachen kann, wenn jetzt irgendwie ein Teammember sagt, okay, ich kümmere mich jetzt einfach mal um Bug, ja, und der Product Owner wundert sich, warum seine Stories nicht umgesetzt werden. Oder wenn jetzt irgendwie das Team sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Update machen. Ja. Und das Schöne finde ich halt hier bei Konagi, man hat halt einen relativ komfortablen Prozess. Also ich tue als Developer einfach den Bug, ich tue ihn nicht eintragen. Und dann wird dann, also kann dann nur der, also ich kann diesen Bug nicht als Bug akzeptieren, ich kann ihn dann nicht als Story akzeptieren. Das kann halt hier nur der Product Owner in dem Fall. Der Product Owner kann auch sagen, okay, das Ding ist jetzt erstmal zwei Wochen Ruhe, das interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ja. So kann er dann halt sich das besser organisieren. Aber für den Entwickler ist es auch wichtig, dass er dann halt weiß, das Ding ist bekannt. Ja. Ich habe das auch im Kopf, kann mich um die Story weiter kümmern. Dann gibt es halt das Whiteboard, ja, und das Whiteboard ist halt wirklich nur für das Team, also da kann wirklich nur das, ein Developer kann nur Tasks hin und her schieben, das kann kein anderer. Und dann gibt es hier so einen Planning Broker, man kann auch direkt eine Zahl einmachen, wenn man Magic Estimation verwendet, ja, aber diese Zahlen bei der Schätzung in der Story, das darf halt auch nur ein Developer, darf diese Zahlschätzung irgendwie bestätigen. So, und genau, was auch oft öfters hervorkommt, sind so Sachen, das Team einfach, ja, wir sind fertig, ja. Das Ding ist abgeschlossen, ja, und dann sagt irgendwann der PO, wir haben es schon mal gar nicht angeguckt, ja. Hier in jedem Fall darf halt wirklich, wenn ein Task erledigt ist, dann hat das Ding die Story jetzt einen Haken, ja, und wenn der PO sie abgenommen hat, dann kommt ein Daumen dran, ja. Und das darf auch nur der PO und nicht das Team. Genau, Task Claim, also ich kann mir als Developer nur einen Task claimen und ich kann aber nicht jemand anders sagen, ja, hier, das ist dein Task, also ich kann sagen, den nehme ich, ja, und ich kann sagen, well, den mache ich jetzt nicht, ja, dann muss ich jemand anders nehmen, dann muss ich zu dem anderen hingehen und sagen, ja, willst du das nicht vielleicht machen, ja, claim dir den mal, ja, aber ich kann es nicht von außen entscheiden, ja, das ist wichtig für mich. Ja, das hört sich jetzt so negativ an, ja, so viele Einschränkungen, ja, was sind die Vorteile davon? Das Team ist dadurch halt sehr fokussiert auf die Stories, kümmert sich erstmal nicht um den Nebenläufer, ja, tut die im Issue-Board ablagern, macht keine Stolper-Stories, so technische Sachen, also jetzt sagen, okay, wir machen jetzt irgendwelche Updates oder irgendwelche Sachen, ja, wo dann der Sprint Ende dann gefährdet ist. Ja. Das Team ist nicht überfordert, ja, weil es halt nicht zu viele Aufgaben bekommt, ja, also von außen. Und kriegt keine Fehleinschätzungen von oben, ja, also das ist oben würde ich gesagt, das ist ja nicht viel Arbeit, ja, und die unten gerne. Das Team zieht sich halt die Stories in den Sprint, ja, und hat damit halt auch bestätigt, dass es machen kann. Und da organisiert sich das selber. So, ich glaube, das ist ein bisschen Scrum Master und Product Owner werden schon getrennt behandelt.
meistens sind ähnlich, ja. Der Scrum Master darf zum Beispiel keine Tasks übernehmen, ja, und der PO auch nicht, ja, weil es wäre sinnlos, ja. Er darf auch keine Tasks erstellen, also das Task Breakdown ist halt nur für den Entwickler gedacht, ja. Also, ich finde es ein ganz, ganz gefährliches Feature, wenn man an einem Breakdowner halt Tasks erstellen kann, ja, weil dann schleichen sich halt die verrücktesten Sachen dann mit rein, ja, die eigentlich nicht zu der Story gehören. Ja. Also das, wir hatten mal einen PO, mal 10 Minuten hat die Rechte gegeben und dann hatten die verrücktesten Sachen da drin, ja. Genau, er kann die Schätze nicht, also er kann keinen Poker starten, er kann auch die Schätze nicht bestätigen, ja, also die Sachen sind halt für ihn dann deaktiviert. Er kann, wenn die Story im Sprint ist, dann kann die auch nicht mehr geändert werden, ja, weil er hat gesagt, das muss umgesetzt werden, ja, und nicht noch irgendwie die Welt hinaus. Er kann die Story wieder rausziehen, ja, und dann kann er sie ändern, ja, wenn er sie ändert, ja, dann könnte das Tool automatisch sagen, hier, die Schätzung stimmt nicht mehr, ja, da kommt dann hier so eine Waage dran, ja, die erfordert eine neue Schätzung, ja, also der PO ist dann halt auf das Team angewiesen, dass es neu schätzt, ja, und erst dann kann das Ding wieder in den Sprint ins Whiteboard eingezogen werden. Ja, die Vorteile für den Scrum Master sind, dass er nicht eine Mischrolle übernimmt, ja, also Entwickler oder PO und Scrum Master. Er konzentriert sich deswegen stark auf seine Scrum Master Aufgaben, ja, und meiner Meinung nach ist er dann viel rumgehen, ja, und organisieren, gucken, dass alles stimmt, dass alles im Flow ist. Ja. Für den PO ist es halt so, er kann halt wirklich er muss eine passive Rolle übernehmen, ja, also im Entwicklungsprozess, ja, und der kann einfach nur noch zugucken. Klar kann er seinen Backlog pflegen, ja, aber während des Sprints kann er halt, muss er sich einfach darum kümmern, dass er alle Rückfragen klärt, ja, das ist ja, die Aufgabe. Und was halt auch wichtig ist, er kann halt nicht von oben, also es gibt keine Mischschätzung zwischen Scrum Master und PO aufwenden, die ja dann auch nicht einplanen müssen. Und was halt auch für den PO ein sehr, sehr Vorteil ist, ja diese ganzen technischen Sachen, ja, Bugs und irgendwelche Updates und solche Sachen, die kann er planen. Also die laufen nicht irgendwie, die tun nicht auf, er sagt, okay, der Sprint geht bis dann, ich habe dann die Features, ja, und durch irgendwelche technischen Sachen wird es behindert. Er kann sagen, okay, dann haben wir Zeit, den Bug zu beheben oder dieses technische Feature umzusetzen. Das liegt alles in seiner Rolle und der ist dann nicht so abhängig von außen. So, mal kurz, weil das oft heute so besprochen wird, das ist ja ein Online-Tool. Wir haben Norms ein Daily, wo wir das am Retour machen. Wir haben ja ein verteiltes Team, also auch dann in der Skype. Und da muss ich den Analogen recht geben, ja, nur online bringt es halt nicht, ja, also dann fehlt die Kommunikation. Deswegen machen wir halt noch ein Offline-Daily dann nachmittags, ja, wo dann mit den Entwicklern sich zusammensetzen, ja, und dann sich untereinander austauschen. So, dann würde ich das immer zeigen. So sieht das Tool halt aus. Wie gesagt, ich habe das heute Morgen gerade runtergeladen, installiert und sagt, es ist fertig auf Log los. Genauso ist es unter Windows einfach, unter Linux einfach zu installieren. Schön finde ich den Synthesis Dashboard, schön finde ich diesen sehr einfachen Burndown, der auch wirklich funktioniert. Also ich sehe jetzt hier meine Prognose, ja, die Optimallinie und die Prognose und die nutzen es auch sehr viel. Also, weil das Tool so gut funktioniert, können wir
okay, wir werden früher fertig und dann ziehen wir noch mehr Storys in den Sprint, oder wenn wir sagen, okay, das ist echt ein bisschen knapp, dann tut der PO dann halt Storys aus dem Sprint rausziehen. Ich bin jetzt als Developer angemeldet und kann jetzt hier in mein Whiteboard Tasks erstellen. Das kann ich jetzt hier irgendwas in der Beschreibung noch angehen. Schön finde ich auch die sehr intuitive Bedienung hier von diesen Stunden. Also ich sage halt hier, okay, vor 6 Stunden, ja. Dann sage ich, okay, ich bin da jetzt dran. Und dann abends mache ich das dann mal so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier 2 Stunden gearbeitet, 2 Stunden lang gearbeitet. Er passt mir automatisch das Remaining an, ja, und wenn ich das Ding auch dann mache, dann sind die Remaining auf 0. Und jetzt passt er mir halt unter Content von Bundern an. Alles, da braucht man nichts wirklich zu lernen, das ist sehr intuitiv zu dienen, denke ich mal. Ich kann dann an das Story, an Task kann ich halt auch noch halt hier ein Impediment dran machen. So, und dann sieht der Scrum Master dann halt auch direkt auf dem Dashboard ganz dick, ja, hier gibt es ein Impediment, ja, da muss ich mich drum kümmern. So, das ist ein Task zugeordnet. Ja. Ja, zu den Rollengeschichten, ja, im Backlog, da hat der Developer ja nicht so wirklich viel zu tun, außer zu schätzen, er darf hier keine Story anlegen. Er darf mit der Story auch nichts beschreiben, also das ist nur Aufgabe von dem PO. Und kann halt hier das Poker starten, ja, und da sind dann halt auch wirklich hier nur die Developer drin, die dann halt pokern dürfen, ja. Das nur ein Developer angeht. Und ich kann halt auch sagen, wenn ich sage, okay, ich glaube, das passt nicht mehr so ganz, kann ich sagen, ja, hier, ich möchte eine Neuschätzung an dem Ding. Und dann kann das Ding nicht in den Sprint gezogen werden. Ja. Dann weiß der PO Bescheid, okay, dann müssen wir nochmal drüber reden. Ja. Ja, hier in der Issue-Board sind jetzt die Issues drin. Die kann ich halt als Developer halt nicht akzeptieren. Ja. Ich kann jetzt auch nicht sagen, okay, da bin ich jetzt dran. Ja. Nur bei den Sachen, die halt schon als Issue deklariert worden sind, also in dem Fall Bug, kann ich jetzt hier sagen, okay, ich bin da jetzt dran. Das sieht man das auch. Das finde ich halt auch ganz schön, dass man was, dass man insgesamt sieht, wo ist der Entwickler gerade dran. Ja. Weil manchmal steht in den Scrum Boards ja, dass der Entwickler nirgendwo dran ist. Ja. Aber man muss halt irgendeinen Bug beheben. Ja. Und das ist ja nicht in einem Sprintprozess drin, ja, aber trotzdem ist ja ein Bug drin, ja, was ja auch eine wichtige Aufgabe ist. Man sieht es halt hier vorher schon arbeiten. Ja, kann man nicht sagen, nee, du machst ja gar nichts, ne? Aber es wird nicht getrackt. Ja, das ist ein Board. Und dann am Ende kann ich sagen, okay, das Ding ist gefixt. Alles sehr einfach. So, wenn ich mich jetzt mal das PO anmelde. So. Und hier auf das Whiteboard. Ich sehe schon, ich kann hier keinen Task anlegen. Ja. Ich kann bei der Story, kann ich jetzt zum Beispiel auch kein Accept machen, weil da noch ein Task offen ist. Ja. Ich kann aber die Story aus dem Sprint kicken. Das ist gut, aber ich kann hier auch nichts, ich kann hier auch nicht, kann ja nicht sagen, hier claim, ich kann hier eigentlich nichts machen. Ja. Das habe ich nur für die Developer gedacht. Ja. Im Backlog habe ich hier meine Stories und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Story bearbeite, so, bin ich. So, dann erscheint automatisch hier das Symbol, das heißt, man kann mal schätzen, das ist jetzt ein bisschen unnötig, ja. Ja. Ja, das war's eigentlich schon. Ja. Bindet ihr Kunden direkt irgendwie ein in Konagi? Ja. In welcher Form kannst du das beschreiben? Also die können also so Chickens sein, ja, dass die halt einfach nur gar keine Rolle haben, ja. Für die Manager und solche Sachen. In unserem Fall ist halt der PO auch ein Kunde. Und Scrum Master ist auch beim Kunden, ja. Die sind in unserem Tool halt genauso. Ja. Das heißt entweder komplett lesender Zugriff einfach nur
Oder die Rolle ist ohnehin beim Kunden, so wie ich es verstehe. Ja, das sind wir ganz offen, ja. Also das gibt jetzt hier keinen dynamischen Prozess. Es gibt jetzt auch nicht so, ich glaube, das Tagesprozess angedacht ist, dass man halt von außen einfach eine Wax eingestellt würde. Also, soll ich sagen, es soll wirklich nur für das für den Scrum-Prozess sein. Ja. Also für alles andere muss man halt einen Wachs erwerben. Also ich habe jetzt so ein bisschen den Eindruck auch von der Historie, die du gesagt hast, dass das im Endeffekt ein Tool war, was die Entwickler geschrieben haben. Und haben gesagt, wir wollen den da oben, PO und SM, so wenig wie möglich Chancen geben, bei uns Chaos anzurichten. Nö, ich meine, die Rollen, die sind ja so, ich meine, kann jemand diesen Rollen widersprechen? Also nein, ich meine im besten Sinne, ich möchte ihnen erst gar nicht die Möglichkeit geben, bei uns Chaos anzurichten. Aus dem Grund kriegen sie diese Tools erst nicht. Sondern was unser Bereich ist, ist unser Bereich. Und da Fuhrwerk uns kein anderen, unter anderem halt auch in dem Estimating-Bereich, dass wir es wirklich aufgrund von fachlichen Implementierungsgesichtspunkten schätzen und dort nicht irgendwelche Wunschvorstellungen dann auch nochmal oben rüberkommen. Und das, was diese Vorgehensweise, die auch die Prozesse festschreibt im Endeffekt, dafür sorgt, dass das unten eigentlich eine sehr gesunde Struktur hat und ein relativ vernünftiges Arbeitsklima. Genau, das muss ich ja sagen, man hat wirklich gemerkt, das Arbeitsklima wird dadurch besser, ja, dass das wirklich eingehalten wird, ja, dass nicht irgendwie so heimliche Sachen mit reinfließen, ja, oder irgendwelche Änderungen im Nachhinein, ja, und dann die Entwickler dann total unglücklich sind, weil von oben denen irgendwelche Sachen und dann ist, das hat sich dadurch wirklich verbessert, ja. Wenn ihr die Daily Scrums per Skype macht und kommen dann alle auf das Tool drauf und diese Meetings finden dann statt, also wie ist denn so die Agenda? Wie läuft denn das ab? Kannst du das gerade beschreiben? Also wir gucken uns ja das Whiteboard an, ja. Und gucken, wer wo dran ist, ja. Das Whiteboard, ja. Und dann steht zum Beispiel jetzt hier, dann wenn ich dann selbst hier dran, okay, ich bin jetzt PO, dann sage ich, okay, ich bin mit dem Task fertig und habe da jetzt noch so viel dran zu tun. Ja, wenn ich fertig bin, sage ich, schiebe ich das dann halt. Also aktuell haben wir gerade so einen Prozess, dass wir wirklich halt das Whiteboard von oben nach unten durchgehen, ja, und wer dann halt da steht, ja, weil jeder müsste ja irgendeinen Task haben, ja, der sagt, okay, sag was dazu und geht alle seine Tasks durch, ja, und dann werden die auch dran geschoben. Ja. Wir haben ja heute in den anderen Vorträgen schon oft gehört, so gerade die Papierfraktion steht total darauf, dass sie ganz schnell simple Änderungen machen können, also mal irgendwie was ganz anderes, irgendwie neue Swimlane oder die neuen Buffer irgendwo hin oder irgendwas auf dem Papierding draufschreiben. Und das setzt ja gerade die komplette Antithese, die du hier betrittst, weil das heißt, das erlaubt im Prinzip nur relativ restriktiv genau das zu tun, was per System vorgegeben wird. Also das, ne, so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die einen Entwickler, die mögen erst, dass ihr Rohr ständig irgendwie, dass man da mal schnell was hinschreiben kann, aber dann eine Idee hat. Und jetzt du sagst, euer Team hat sehr davon profitiert und die Stimmung hat es behoben, dass eben genau das nicht mehr zugelassen wird. Dann würde mich mal im Prinzip jetzt gerade jemand interessiert von der anderen Fraktion, weil das sind ja quasi komplett konträre Aussagen. Das ist ja nicht nur unser Team, das ist ja noch das komplette Team von der gesamten, ja, also Kunden, die wir betreut haben. Also das hat sich dann irgendwie so ausgebreitet, dass die mittlerweile alle dieses Tool verwenden. Ja. Noch eine Frage, ich weiß nicht, ob das damit direkt zusammenhängt, aber mit diesen Issues, was du gemacht hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen diese Geschichte, da haben wir noch was wir zusätzlich haben, also stelle ich das mal als Issue hin, dann ist das, steht das schon mal irgendwo, das wäre diese Additional Swimlane oder ich habe da noch was, wo ich meinen Pepper drauf pappe und dass das auch hier irgendwo festgehalten wird, aber nicht in der Richtung, dass ich selber dann schon damit wieder aktiv werde und ähnliches, sondern dass das quasi nur so ein Trigger ist für irgendwelche ordentlichen Auseinandersetzungen mit diesem Gegenstand. Also hier könnte das Issue dann halt in den normalen Prozess reinlaufen. Sie sagen halt, wenn wir wirklich gewisse Kleinigkeiten haben, dann ist es ein Bug. Ja. Aber wenn es irgendwie ein bisschen kompliziert ist, oder manchmal ist es dann auch, da wird ja dann so ein Issue, ist es dann eigentlich ein Feature, was gewollt ist. Ja. Und dann kann halt der PO sagen, okay, ich konvertiere das ganze Ding in den Story, dann muss es halt geschätzt werden. Aber es muss dann geregelt im Prozess gehen. Es kann nicht einfach mal so, ach, wir machen da jetzt mal was mit rein. Ja. Das, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie ein Nachteil ist. Ja, ja, klar, man kennt ja die Gegend, also wenn wir da jetzt nur reingehen würden, die würden uns ja ein Kreuz nageln. Ne?
passieren. Also bei uns in unserem Team ist das so, dass wir an einem Task niemals alleine arbeiten. Also das passiert nicht. Also wir machen immer Pairing und wir brauchen immer noch einen Dritten, der das Review macht. Kann ich sowas da jetzt auch abbilden oder ist es da praktisch eine Person ein Task? Macht das für einen Review einen eigenen Task? Das für ein Review, das machen wir dann auch in einem eigenen Task. Ja. Also es gibt immer, wenn wir das sagen, gibt es meistens so ein Code-Review-Task. Ja. Das sieht man, wenn die Entwicklungstasks fertig sind, ja, dann geht einer hin, wir haben dann auch Test-Tasks, ja, die packen dann auch dann da rein. Ja. Und aber das mit Pairing ist natürlich, also wir machen gerade wieder richtig richtig viel Pair-Programming, ja, und da ist das echt ein Problem, wenn man seinen Task halt doppelt, ja. Also wir tracken die Stunden dann doppelt oder irgendwas. Ja, da stehen ja dann zwei Leute so mal. Ja, das ist nicht ganz optimal. Ja. Ich verstehe es mit diesen Bugs noch nicht. Also die werden dann in diese Issue-Box geschoben und der Product Owner müsste die dann praktisch bestätigen oder das Bug-Tracking-Tool überführen. Also die sind jetzt in der Inbox, die können jetzt irgendwie die Developer gesagt haben, okay, wir haben den Bug oder einen Tester, ja. Und jetzt, also wir machen es halt so, dass wir dann nach dem normalen Daily, dass wir dann sagen, gucken, dass wir die Issue-Inbox, ja, was ist dann da drin? Und dann sagt jeder dann halt, was er da erklärt noch ein bisschen, was er damit gemeint hat, ja, und dann entscheiden wir gemeinsam, ja, ist das jetzt eine Story, und dann tut der PO das dann halt irgendwie entscheiden. Also das zum Beispiel hat, wenn es das Deutsch notiert, dann ist es bei ihm im Backlog und dann muss er das dann halt priorisieren, ja, wann wird es dann gemacht. Ja. Also, und wenn es ein Bug ist, ja, dann darf halt der darf sich dann halt Entwickler darum kümmern, ja, dann direkt. Ja. Also, wenn es eine Idee ist, dann ist es halt erstmal so eine Warteposition, ja, die kann dann später dann zu einer Story konvertiert werden. Das führt ja irgendwie dazu, dass diese Bugs erstmal so eine Schleife drehen und nicht jetzt auch bearbeitet werden von denen, die sie verursacht haben. Also das, man will ja eigentlich die Bugs nicht wegschieben auf andere Schultern. Ja, aber wenn du jetzt ganz viele Bugs machst, dann kannst du ja dann kriegst du deinen Sprint nicht durch. Ja. Also, das können ja auch kleine Bugs sein. Ja. Also, der PO will ja, dass seine Storys umgesetzt werden. Ne? Und wenn ich das da irgendwie jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, die 7 da zieht es irgendwie. Die Ecke hinten links sieht dann irgendwie so ein bisschen, da sind keine roten Ecken dran mehr. Aber der PO will doch, dass seine Story umgesetzt wird. Ja. Deswegen kann der sagen, okay, das Ding zum Beispiel finde ich jetzt erstmal nicht so wichtig, ja, lass uns das in einem Ding jetzt enthalten. 30 Tage verschwindet erstmal, ja. Ist noch da, ja, ein bisschen Bescheid, ja. Aber ich muss ja beim Sprint vorankommen. Ja. Das ist ja bestimmt mein Ziel erreichen. Ja. Vielleicht um die Frage fortzuführen. Das heißt, wenn ich als Entwickler sehe, dass eine gewisse Geschichte für mich ein Showstopper ist, würde ich das zwar auch dann ganz freundlich erstmal über diesen Inbox-Weg machen, aber schon mal ganz deutlich signalisieren, wenn wir das nicht sofort fixen, dann kracht es, ich komme nicht weiter oder sonst irgendwas. Ja, die Showstopper kann man hier noch so deklarieren. Man kann hier sagen, hier, das ist ein Critical und da wird es dann halt auch noch auf dem Dashboard, wenn sich das keiner angenommen hat, ja, wird es ja nochmal markiert, dass hier da also hier steht dann, was das Team als nächstes machen sollte, ja. Und dann eigentlich in dem Fall muss nicht halt dieses Issue gezogen werden, ja. Aber ob der Product Owner dann sagt, okay, das akzeptiere ich jetzt als Bug und möchte den auch mit höchster Priorität gelöst bekommen, etc., ist immer noch sein Job, den er dort machen muss und da kann ich als Entwickler umgekehrt wieder nicht reinfummeln und sagen, das muss aber, ganz dringend. Der Produkt und dann ist ja ein gehörtes Produkt und der muss sich entscheiden, ja, und der steht da dafür gerade. Was ist da noch unter Collaborations drin? Ach, da gibt es noch alles Mögliche. Da gibt es noch ein Wiki, man kann das Ding auch irgendwo hin publizieren, ja, einen Kalender, man kann Dateien irgendwie für Beistellungen dann hier pflegen, ja. Also, das Ding kann noch ein bisschen mehr. Was ganz schön ist, ist die Sprint-Historie, aber es ist natürlich hier wahrscheinlich nichts drin. Ja, das habe ich doch. Das war jetzt nur ein Release, ja, dann habe ich auch einen schönen Report, ja. Für ein kostenloses Tool ist das alles nicht. Kannst du kurz die Risiken zeigen und die verknüpft sind? Hatte ich jetzt ja irgendwo in der Gully gesehen. Die Risiken? Ja, die nutzen wir nicht wirklich, ja. Die kann man hier anlegen, ja. Das wenn man, das ist eigentlich so Standalone steht das für sich, ja. Also ich kann halt sagen, okay, wenn ich am Anfang des Projekts sehe, irgendwie, dass irgendeine Schnittstelle dann nicht sauber definiert ist, kann ich das hier als Risiko eintragen. Ja. Das kann, glaube ich, jeder eintragen. Ja. Das ist einfach nur Visualisierung, ja, das ist
allem dann bewusst ist. Ja. Okay. Wo sind für dich so die Schwächen, oder siehst du Schwächen in der täglichen Arbeit damit? Ja, das Pair-Programming ist jetzt nicht so toll gelöst. Ja. Was mir fehlt, ist, dass man halt irgendwie Kanban irgendwie noch machen könnte, finde ich halt auch gut. Ja. Weil ich da noch auch kein gutes Tool kenne, was ich halt auf meinen eigenen Server, also auf dem Source-Tool, ja. Das hat meinen eigenen Server laufen. Aber sonst sind wir seit 2 Jahren super zufrieden, ja, und verwenden halt immer mehr Teams, ja. Also in dieser Telekommunikationsfirma, wo wir es verwenden, verwenden es halt mittlerweile alle Entwicklungsteams, arbeiten mit diesem finalen Tool, ja, und hat sich wirklich etabliert. Ja. Die Entwickler sind damit zufrieden, ja, die Produktowner sind damit zufrieden. Ja. Wir nutzen das dann wirklich ausschließlich. Also, es ist ja nicht so, dass sie die Sachen nochmal ausdrucken und an Bord hängen, sondern. Das hatten wir keinen. Was auch richtig schön ist, halt mit dem Burnout, der ist halt sauber. Und der wird halt auch wirklich gepflegt von den Leuten, weil der halt auch wirklich einfach zu nutzen ist. Also, Negativbeispiel, Target Process, ja, muss man dann irgendwie eine Task erstmal öffnen, ja, muss man sagen, add time, ja, muss man irgendwie einen Blob dazu schreiben, ja, muss auch mal sagen, welche Person es genau gemacht hat, ja. Hier gehe ich einfach mal ein Whiteboard und mache ein Plus, ja, und das kann ich ganz schnell mal machen, ja. Also, so denkt man, sollte das auch sein. So ist, ich finde es sehr nah an dem Papierprozess, ja. Das ist nicht überfracht, das ist sehr, das hat Nusskampf, ja, einfaches Kampf. Meinst du, es wäre realistisch, nur Teile davon zu benutzen? Also ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, auf mein Scrum-Board zu verzichten, wenn man eine Stickies hat, aber so ein Backlog-Tool, wo der CO seine Stories schön reinschreiben kann und so, also meinst du, das würde auch funktionieren? Das finde ich auch ein sehr gutes